Ihr könnt ja weiter atmen. Also das heutige Thema für die Meditation ist ganz was Kompliziertes. Brahma Viharas heißen die. Ist nicht so kompliziert. Ist in den, oh, was gibt es? Es gibt die abrahamischen Religionen. Das ist in den karmischen Religionen, das sind die anderen, also Vedanta, alle buddhistischen Richtungen, Jaina und so, also die mehr indisch und fernöstlich, also die karmischen Religionen, die haben das. Die haben diese vier Richtungen. Ne? Also wenn man gefragt wird, was soll ich denn jetzt machen? Was kann ich jetzt wirklich immer machen? Endlos. Es gibt ein paar Lebensmittel, die kann man endlos essen. Ne? Die sind sattwa, immer gut. Und es gibt Sachen, die man üben kann, gefühlsmäßig. Da kann man eigentlich nichts falsch machen. Kann man schon, aber das wäre dann an den Haaren herbeigezogen. Ne? Liebe, Mitgefühl, Mitfreude war für mich schwierig. Ne? Auszufinden, was das genau ist, und Gleichmut. Diese vier, ne, das habe ich jetzt in so einem Mikrovideo auch gesagt, ne, also wenn man am Anfang anfängt, dann ist man mehr darauf geeicht, so Formen zu lernen, äußeren Kram. Und da die Luft rauslassen, an dieser Ambition, ne, oh, ich will das lernen, da die Ambition rauslassen, und diese Kraft nehmen und lieber Liebe, Mitgefühl, Mitfreude und Gleichmut üben. Und am Anfang erstmal, was heißt das denn überhaupt für mich? Ne? Also nicht einfach, oh, das sieht man, deswegen hat Esoterik auch so einen schlechten Beigeschmack. Ne? Alles mit, wir sind alle lieb zueinander. Nein, Arschloch, bin ich nicht. Ne? Also dass man... Das, so geht das nicht. Ich muss das erstmal bei mir definieren. Was ist für mich denn überhaupt Liebe? Ne? Bis ich dann rauskriege, Liebe ist meistens ein Deal. Ne? Also wenn du mir das, dann bin ich ganz lieb zu dir. Nee, das ist keine Liebe. Ne? Solche Geschichten. Oder das Doofe ist, das ist ja multivermengelt durch diese, wenn ich heirate, dann bin ich in einer bestimmten Gesellschaftsschicht und bla bla bla, angebahnte Heirat und ich kann den bla. Also es gehört ja alles mit zur Liebe und das alles erstmal entschlacken, ja? Bis man dann rausfindet, das ist eigentlich, Liebe macht keinen Deal. Ja? Ich bin einfach nett zu mir, zu allen, die mich umgeben, aus mir heraus. Einfach so. Ne? Auch zu den Ameisen. Ne? Muss man üben. Muss man echt üben. Ne? Also wirklich diese ganzen Schlacken und was gibt es denn noch? Hass-Liebe-Relationships und so. Ne? Erst vorher riesen aufregen und dann wieder zusammen. Muss man nicht. Muss sich solche Riesendramen fabrizieren. Man kann einfach von sich heraus. Das ist nur ein Thema, Liebe, ne? Riesige Berge von Romanen und das muss man wirklich für sich selber rausfinden und es wird auch immer besser. Ne? Das ist interessant, sich damit zu beschäftigen. Mitgefühl machen wir nicht. Ne? Also, das sind Riesenthemen, ne? Und sich damit zu beschäftigen führt zu einer Klärung vor sich selber, was diese Worte bedeuten, bis es Gefühle werden, die ich pflegen kann. Deswegen endlos zu Übende. Mit Freude ist nicht, wenn jemand auf der Bananenschale ausrutscht. Schadenfreude. Das ist nicht. Und wenn es mir gut geht und meinem Kumpel geht es auch gut, ist auch nicht mit Freude. Mit Freude merkt man, wenn es mir jetzt schlecht geht und jemandem anders geht es besser. Das wird dann schwer. Also einfach zu sagen, das ist ein Mensch, dem geht's gut. Das ist gut, dass es dem gut geht. Und ich bin nicht ignorant. Das ist gut, dass es dem gut geht. Sag mir aber nicht weg. Sondern wirklich zu,
ist schön. Ich fühle mit dir, dass es dir gut geht. Mir geht es jetzt nicht so gut, aber ist okay. Das ist schwer, auch zu pflegen. Und Gleichmut ist nicht Gleichgültigkeit, sondern das ist mehr so das, was die Stoiker eingeübt haben, was aber leider auch falsch übermittelt ist, ist bei Lob und Tadel, Gewinn und Verlust und hast du nicht gesehen, trotzdem seine Integrität aufrechtzuerhalten. Nicht so stark davon bewegt zu sein, es zu fühlen, aber in sich zu Hause zu sein, so kann ich das eher beschreiben. Also man wird nicht zu einem gefühllosen Klotz, im Gegenteil. In der Meditation, die wir jetzt gleich machen, ist es eigentlich so, dass man mit der Zeit immer mehr wie unterm Brennglas die eigenen Gefühle feststellt, sie dann aber auch also schnell abwägt, kann ich da was tun, ist es wichtig, dass ich was mache? Kann ich nichts tun? Muss ich nichts tun? Loslassen. Das ist auch das, was wissenschaftlich festgestellt worden ist, was Mönche machen. Wenn die in der CT oder MRT, weiß ich gar nicht, ich glaube CT, quasi festgestellt wird, wie die auf so Bilder oder Reize reagieren, bei denen ist der erste Reiz viel höher. Ne? Also Schmerz und so weiter, viel ausgeprägter. Aber dann sinkt dieses Potenzial der Reizung enorm. Wir lassen dann los. Und unausgebildeter Geister, also die nicht meditieren, die haben eine träge Erregung, aber dann ein hohes Potenzial und das bleibt aufrecht. Durch die Geschichte, die dann kommt. Ja? Ah, mir tut's weh, oh, mir tut's weh, oh, mir tut's weh, weißt du, bei mir, also ganze Geschichte im Knie, bla 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 bla, immer wieder aufrechterhalten. Das kann zu, also im Ernstfall dann zu so Angstschleifen und all so einem Kram führen, habe ich alles auch schon erlebt und so, ne? Das ist übel, ja, bis man dann irgendwann merkt, kann man loslassen und dann ebbt das Gefühl auch ab. Also Brahma Viharas, Liebe, Mitgefühl, Mitfreude, Gleichmut. Also wenn ihr Ambitionen entwickelt, die Richtung. Jetzt sitzen wir rum, 20 Minuten. Wenn ihr noch keine Praxis habt, noch nicht, wow, okay. Ihr könnt auch, also dann setzt euch einfach angenehm hin, ihr könnt auch die Augen dann wieder öffnen, ne? Also wenn das neu ist für euch. Aber alles, was ihr quasi jetzt erlebt, weil ich leite nicht an, kann ich nur empfehlen, Smartphone, irgendwelche Meditations-Apps ausprobieren, die haben alle so 7-Tage-Kurse, damit ihr wisst, was das ungefähr bedeutet. Weil das jetzt ist quasi schon fortgeschritten beinahe. Wenn euch das zu krass ist mit dem Rumsitzen, könnt ihr auch aufstehen und gehen. Ja? Weil es geht hier darum, dass es angenehm sein soll. Also Körper entspannen, dann den Geist und irgendwann ist nur noch der Körper, wie er atmet.
Reich gibt es noch eine einzige hohe Glocke. Das ist die Zeit, um sich wieder diese antwortlose Frage zu stellen, wie fühle ich mich jetzt? Wunderbar. Also die Meditation ohne Anleitung ist im Grunde genommen wirklich was später kommt. Es ist völlig normal, dass man am Anfang viel angeleitete Meditation braucht. Ist auch völlig okay. Mit der Zeit, also mit den Jahren, wird das dann immer weniger. Und man wird eben zu seinem eigenen Lehrer. Also das, was dann auftaucht, ich kann es ja sagen, also ich war heute ein bisschen zu fahrig, ich war zu schnell. Und das ist mein Lehrer. Also ich brauche dann niemanden, der mir sagt, heute machen wir das und das und begib dich in dein Boot und dann starke wir auf die Insel des Friedens und weißt du sowas. Ist gut, kann man am Anfang machen, es hilft. Aber je länger man dabei ist, umso mehr merkt man, es gibt so 5 Hindernisse und so und kann quasi bei sich selber feststellen, wenn man nicht freundlich, nicht aufmerksam und nicht gelassen ist, also sich selber überprüfen ist das nicht, also an seinen eigenen Gefühlsstimmungen, Körperstimmungen zu lernen, ist dann wichtiger. Ja. Deswegen, ich habe dieses Unangeleitete gemacht, dass jeder und jede das so machen kann, wie sie oder er will. Ne, manche Leute haben ein Mantra, ne? Nam-myoho-renge-kyo, und dann sagen die das die ganze Zeit, ne? 20 Minuten lang, leise hoffentlich. Das ist eine Tradition. Die meditieren so, setzen sich mit der ganzen Familie zusammen, machen einmal Dong und dann Nam-myoho-renge-kyo, 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 Nam-myoho-renge-kyo. Also 20 Minuten lang. Oder beten. Du musst ja immer wieder an Mönche denken, die das erzählt haben, die vorher christlich geprägt waren und die halt dann Jesus-Gebet, ich habe gedacht, das wäre irgendwie sowas ganz Langes, einfach Jesus, 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 das ist dann im Gospel zum Beispiel halt, dass sie den ewig lange, dann braucht man auch nicht so viel beim Text überlegen, ne? Sag mal, Jesus, ja, super, aber leise, aber dass es konfessionsoffen ist. Das ist mir wichtig. Also mein Ziel ist, dass wir hier die Wiese füllen mit lauter durchgeknallten Leute, die als Super-Action
nichts machen. Einfach mal zusammen rumsitzen. Dass das durchaus erstrebenswert sein kann. Nicht andauernd, oh, das machen und dieses machen und ah, da ist jemand. Einfach. Dass das erstrebenswert sein. Einfach mal nichts machen. Es gibt auch so ein Loriot-Ding, wo der im Sessel ist, ein bisschen. Das ist doch was. Ja. Ich dachte was. Das ist halt ein bisschen doof, weil die Frauenstellung da so, ne, überbetont wird. Es wird einfach nur rumsitzen. Genau. Einfach nur sitzen. Aber beschreibt Meditation gut. Weil diese Küchentür, die da andauernd quatscht, das ist das, was man im Kopf hat. Ne? Das ist einfach, ich will jetzt entspannen. Ah, eben, da war ein Luftzug und heute war ja das und das und das. Nein! Ich wollte jetzt nur sitzen. Ja, morgen muss ich. Nein! Ich wollte nur sitzen. Was gibt es denn gleich zu essen? Nein, ich wollte jetzt nur sitzen. Pizza! Das ist halt das, was im Kopf. Und dass man das dann mit sich mitkriegt und dazu auch Mitgefühl entwickelt. Also erstmal feststellt, das ist so. Weil es gibt ja auch Taktiken. Es gibt verschiedene Herangehensweisen. Eins, zwei, Pizza, drei. Jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Scheiße. Eins, zwei. Kann man auch machen. Ich fand das nicht so hilfreich, aber es gibt so. Ich schaff das jetzt. Dann bis man mitkriegt, das ist der falsche Weg. Das ist halt der Affengeist, der hebt und hüpft. Und dann bis man irgendwann darauf kommt und sagt, der ist nicht mein Chef. Das ist wichtig. Dass man nicht so gefühlsgetrieben ist. Pizza haben will. Du bist ja, bis das erfüllt ist. Pizza. Erdbeeren. Nein. Sondern dass man Erdbeeren. Haben wir gar nicht. Also dass man einen Abstand aufbaut, das ist wichtig. Aber so wird klar der Weg. Ne? Also dass man dann an sich merkt und dann schließen wir das auch ab, wenn ihr keine Fragen habt. Nama Rupa, kennt ihr? Das ist dieses Tai-Chi-Symbol, dieses Schwarz-Weiß mit den gegenläufigen weißen, schwarzen Punkten. Das ist, also da wo es herkommt, wird das fast nirgends, ne? Hier gibt es das überall, auf T-Shirts und auf jedem Tai-Chi-Studio. Also, ist das Yin-Yang? Also ich kenne das jetzt. Ja. Also es ist Tui-Chu heißt das. Und die reine Lehre ist eben im Westen als Dualismus angekommen. Das kennen wir, Dualismus. Also sind wir darauf geeicht, das kenne ich, Dualismus. Und im Schwarzen kann das Weiße sein. Und ne? Totaler Schwachsinn. Das Konfuzianismus ist entstanden aus Tiger-Drache. Und das kennen wir hier auch. Diese Steinzeichnung mit zwei Schlangen und so, das gibt es schon seit 16.000 Jahren. Und das ist Körper und Geist. Pizza! Das ist krass. Wenn man sitzt, oh, ist mir langweilig. Oh, man ist jetzt endlich zu Ende. Das ist richtig körperlich. Bis man sich sagt, Mensch, ich habe mir jetzt so einen Spielfilm angeguckt. 2,5 Stunden lang. Ich habe so gesessen und es war alles in Ordnung. Jetzt sitze ich für 20 Minuten und boah, tut das weh und ich will nicht. Und, also das wirklich bei sich festzustellen, wie wahnsinnig das in einem ist. Dieses, deswegen Tiger und Drache, das ist nicht, oh, das sind wirklich, da ist wirklich viel los. Ne? Actionmäßig. Also ich musste, das kann ich ja sagen, wir sind ja volljährig. Ich habe, weiß ich nicht, nach ein paar Jahren Meditation, habe ich auf dem Balkon gestanden und wir können ziemlich weit gucken, eine Straße runter. Und habe gemerkt, wie ich auf einen ganz kleinen Punkt in ganz großer Entfernung abgeschätzt habe, ist das eine Frau oder ist das ein Mann? Ne, Weibchen oder Männchen? Extrem. Also, dass man das bei sich feststellt, mal sowas.
Ne, muss man sich sagen, wow, ist das tief eingeprägt alles. Also es gibt es auch in weiter Prärie, Steppe zu gucken, ganz in der Entfernung, ist das ein Freund oder ein Feind, das ist okay. Ne, aber eben diese innere Triebhaftigkeit bei sich festzustellen. Am Anfang, wenn man das nicht macht, denkt man, es ist, habe ich keine Probleme mit. Ist auch richtig. Ne? Es ist auch okay. Also dann, aber wenn man dann eben langsam sich auf sich einlässt, das interessant zu finden, das gehört mit zum Qigong. Ne? Das gehört eigentlich auch mit zum Yoga. Bloß Krankenkassen bezahlen dieses, ja doch, das Achtsamkeit wird ja jetzt langsam bezahlt. Aber die geht nicht so weit. Das ist halt. Das. Ja. Habt ihr noch Fragen? Heute nicht, okay? Ja, diese bei der Meditation ist für mich schwierig, diesen ganzen Denkflow, den ich die ganze Zeit im Kopf habe, abzustellen. Ist es das? Ja, das ist eine ewig lange Aufgabe. Ja. Es gibt da. Das stört. Bei der Meditation. Ja, aber das. Da gibt es viele verschiedene Geschichten drüber, dass deswegen dieses mit dem Zählen. Okay. Ja, man kann das ja probieren. Bei manchen hilft das. Ja, also manche sind mehr so befehlsorientierte Menschen. Ja, die können das. Ja, die können sagen, ich nehme mir das vor und das geht auch. Aber die meisten sind es nicht. Ja, und bis man dann eben auf diesen Trichter kommt, es stört. Mhm. Ja, da muss man sich klarer darüber machen, was ist denn das? Ja? Bis man darauf kommt, das ist der Geist. Das ist wirklich dieser DK, ne? Aufklärung. Ich denke, also bin ich. Das ist dieses Denken. Das brauche ich. Weil man kann das forciert unterdrücken und merkt dann, dass man tagsüber ein bisschen blöde wird. Weil wir brauchen den. Den unterdrücken wir nicht. Der macht Planung, denkt sich Pläne aus, macht Mathematik Vorbereitung, weil die Mathematik Ausrechnung findet eigentlich dann gar nicht so offensichtlich statt. Also der gibt quasi nur ab und dann lässt er kurz los, kriegt das Ergebnis wieder. Also das ist so nicht, auch beim Schachspielen auch nicht. Man kann das nur herbeiführen und dann muss man loslassen und dann kommt es irgendwie aus so einem Ungewissen. Aber eine freundliche Einstellung zu dem Geist, ich habe das irgendwann vorletzte Woche, habe ich das glaube ich gesagt, ne? Das ist so eine freundliche Einstellung zu diesem Radio zu entwickeln. Ne? Also muss man auch in der Meditation, das kann ewig dauern, ne? Den Ochsen nach Hause bringen heißt das. Also erst mit Druck versuchen, der stört. Ich hatte mal eine Meditation, das war so super, da war der ruhig. Und jetzt quatscht er mir die Meditation zu, der soll aufhören. Und so geht's nicht. Ja? So geht's. Man kann das probieren. Das ist der Ochsen nach Hause. Das ist aber auch dieses Körperliche. Ja? Ah, sei ruhig, ich will das jetzt. Oh, das ist wirklich, man ist ganz, aber da passiert enorm viel. Und das aufzulösen, bis man dann sagt, Moment, ich brauche den. Ich möchte aber nicht, also einem Affen eine Waffe in die Hand geben, finde ich nicht so schlau. Ne? Es gibt so ein Video vom Planet der Affen sogar, wo eine AK-47 einem Affen gegeben, ist alles gefaked, ne? Ist nur gestellt. Aber zumindest das ist ein gutes Beispiel. Ne? Ich gebe dem Affen nicht eine Waffe in die Hand. Und das ist eigentlich das. Ne? Geldangelegenheiten? Jo. Ne? Jobwahl? Jo. Ne? Nee, so nicht. Ne? Sondern halt Weisheit entwickeln. Aber der ist toll, der Affengeist. Ne? Wow, was hat er sich denn jetzt ausgedacht? Sehr interessant. Nett. Aber nicht getrieben. Also freundlich. Ne? Und dann kann man den Affengeist nämlich auch trainieren. Ne? Kann sagen, oh, hier komm Affengeist. Kennst du das? Weißt du noch, als du ruhig warst? Du warst dir gar nicht so ausgestresst, hast dir nicht andauernd dummes Zeug überlegt, sondern warst mal ruhig und konntest auch entspannen. War doch toll. Ne? Ja, 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 das mit dem Rumsitzen, super. Yeah. Das geht. Das geht, das ist unser Freund.
ne, dieser Geist. Weil er braucht auch mal Ruhe. Ne? Aber das dauert ewig. Das dauert wirklich ewig. Am Anfang ist man geeicht, ich muss das jetzt erreichen, hier das Rumsitzen. Ne, und dann deswegen endlos. Ich bin aber der Meinung, es gehört wirklich dazu. Weil wenn ich langsame Bewegungen mache und mir der Affengeist andauernd dazwischen funkelt, das ist auch nicht so toll. Aber wahrnehmen. Weil manchmal ist, sagt er nicht Pizza, sondern sagt, hier, Schmerz im Knie. Ah, okay, wichtig. Wäre ich jetzt, ne, wenn ich nur auf diesem, entspannen und so, wenn dann der kommt und sagt, hier, der achte mal da drauf. Ja, das ist gut. Ja. Und wenn er dann mitkriegt, der hat irgendwas Sinnvolles gemacht, dann achte auch mal hier, nein, jetzt nicht, das ist gut. Das war gut, den jetzt nicht, bitte. Das ist wichtig. Also, dass man mit dem klarkommt. Wichtig. Jetzt aber. Danke. Achso, wir machen noch einmal zusammen Sadhu, auch im Stehen. Also Sadhu ist Sanskrit und wir nennen das wunderbar. Ihr könnt das auch im Stehen machen, ich mache es im Sitzen. Dreimal. Sadhu. 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 Dankeschön. Ich hoffe, es war für euch nicht zu viel. Ja? Also mit der Zeit nimmt eure Selbstwahrnehmung dann zu und mein Gequatsche hoffentlich ab. Ich finde es gut mit dem Gequatschen. Ja, mir ist, das ist mir aber zu viel. Ja. Ja. Magst du die Rolle da rein? Okay.